Hallo und herzlich willkommen zum Otakucast 31. Ich bin kein lebender Toter, sondern der Basti im Festival-Modus. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder am Start seid zu unserem kleinen Akiba Pass Festival Special, möchte ich ja schon fast sagen. Der Fokus liegt heute sehr, sehr stark auf eben diesem Akiba Pass Festival, Europas größtes Anime-Kino-Festival, von uns veranstaltet. Und da werde ich euch heute Ausschnitte zeigen aus ein paar von den Filmen, die wir dort spielen werden für euch. Ihr könnt Fragen stellen dazu und natürlich gebe ich auch noch ein paar letzte Infos dazu. Nochmal was, erzähl nochmal was zu den Gästen, zu den Goodiebags, die es gibt. Wir haben dann, damit es auch irgendwas außerhalb des Festivals gibt, haben wir noch eine Neuankündigung später für den Akiba Pass Shop. Und Wakanim ist heute ein bisschen außen vor, die sind normalerweise auch am Start. Aber die heben wir uns für in 2 Wochen auf, wenn das Festival so gut wie rum ist. Dann gibt es wieder Wakanim News und Wakanim Let's Watch. Und damit mir keiner was vorwirft, passen Bild und Ton, abgesehen davon, dass wir heute um 15 Uhr und 45 Sekunden angefangen haben. Ich hoffe, dass das alle wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Ich gehe auch davon aus, dass 3/4 der Zuschauer noch gar nicht da sind, weil sie überhaupt nicht damit klarkommen, dass wir so früh angefangen haben. Sehr schön. Ja, passt, sehr schön. Vielen Dank. Ich habe Zakus Approval, das ist alles, was ich in meinem Leben brauche, um glücklich zu sein. So, gut. Schön. Dann, Akiba Pass Festival, für alle, die neu hier sind und noch überhaupt gar keinen Peil haben, um was es geht, von was ich überhaupt rede. Akiba Pass Festival, das ist ein Event, das wird von uns veranstaltet, jedes Jahr im Januar und Februar. Ist Europas größtes Anime-Kino-Festival. Wir touren durch 11 Städte in Deutschland und Österreich. Das sind Hamburg, Berlin, Köln, Dortmund, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, Leipzig, München, Pasching, Wien. So, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Alle Infos zum Festival gibt es auch auf akibapass.de. Und da werden insgesamt 12 Filme laufen. Ein Großteil davon, oder eigentlich alles, sind Europa-Premieren. Ein paar sind auch nur noch eine Deutschland-Premiere, die liefen schon mal woanders in Europa. Aber alles Premieren auf jeden Fall, die so in Deutschland vorher noch nicht gelaufen sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben auch ein paar coole Sachen, wie zum Beispiel den Fate-Film. Der ist jetzt gerade erst in Japan gestartet. Der Fate Stay Night Heaven's Feel 2, Lost Butterfly. Oder auch der Love Life-Film, gerade erst in japanischen Kinos gestartet. Alle Infos zu den Filmen findet ihr auch auf der festen Webseite, Tickets und so weiter, alles da. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch fragen und dann werde ich das später auch beantworten. Also jetzt vielleicht gerade nicht fragen, weil jetzt erzähle ich euch erst ein bisschen was. Danke Linko für die Subscription, für das Abo. Und Fragen machen wir so ein bisschen am Ende. Ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt erstmal ein bisschen was. Ich würde sagen, ich erzähle euch, dass wir jetzt erstmal ein Video gucken. Ja, ich habe 4 Videos heute vorbereitet und zwar schauen wir in 4 Filme aus dem Festival schon mal ein bisschen rein. Fate leider ist gerade noch nicht fertig. Ja, der ist so brandheiß aus Japan, dass wir in diesem Moment die Untertitel finalisieren und deswegen habe ich noch kein finales File, was ich euch zeigen kann. Das geht heute Abend dann ins Mastering zu unserem Kinopartner und dann ist das hoffentlich für Hamburg fertig, damit wir nicht so eine Festplatte oder von DVD zeigen müssen. Aber das macht nichts. Ich habe dafür was anderes, was ich euch zeigen kann, was ich euch zeigen möchte. Und zwar Natsume. Den Natsume-Kinofilm Pakt der Yokai. Wenn ich irgendwo hier dann, wo finde ich es? Da finde ich es, genau, da ist es. Natsume Yujinjō The Movie ist eine ganz, ganz tolle Reihe. Da gibt es eine Serie dazu, die schon sehr lange in Japan läuft. Es gibt den Manga, wie gesagt, in Deutschland unter dem Namen Pakt der Yokai. Und da gibt es jetzt den ersten Feature-Kinofilm und den haben wir für euch im Festival am Start. Und da gucken wir jetzt einfach mal in die ersten paar Minuten rein. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß mit.今日から新しく仲間になる。夏目隆史君だ。夏目隆史です。よろしく。みんな仲良くするんだぞ。はい。ね、今どこに住んでるの？兄弟いる？血液何型？かっこいいな。その帽子。僕のとりかえっこしよう。
え?帽子なんてかぶってないよ。誰と喋ってるの? <笑>帽子が、わら、帽子、わら、麦わら帽子がどうしたのね。あ、いや、ちょっと子供の頃の夢を。ホームルームずっと寝てたでしょ。先生気づいてたわよ、きっと。夏目、西村、帰ろうぜ。 小さい頃から時々変なものを見た。 弁論大会?ああ、もういいのよ、その話は。笹田が剣の大会に出るか。有志で応援に行こうって話になったんだ。へえ、すごいな。北本と田沼も一緒にどうだ。お、いいな。行く行く。滝さんも誘って、みんなで行こうぜ。もうやめてよ。野宮先生が運営委員だから、顔を立てるために頼まれただけ。それで、どんな話をするか決めたのか? それはまだ秘密。まだ決めてないですね、これは。ちゃんと決まってるわよ。じゃあな。暑いな。アイスでも食べて帰ろうか。 まずいな。つけられてる。もしかして友人帳を狙って? あ、悪い。 忘れ物したみたいなんだ。 戻らないと。 なんだ、寝ぼけてカバンに詰め忘れか? そうみたいだ。 じゃあな。 ああ、またな、夏目。 友人帳の夏目だな。しまった。これを持つ者はそこに名のある妖しをすることができる機会。ここであったわ、行幸。さあ友人帳を渡せ。挟み撃ちか。 渡してもらおうか。何やつ。離せ。それは私のものだ。 ニャンコ先生。ったく、お前がアクセク逃げていくのが見えたので、追ってきてみればこれだ。ありがとう、先生。用心棒代は高くつくぞ。
と言いたいところだが、今日のところはエビフライ一本で勘弁してやる。So, jetzt habe ich das Mikro wieder angemacht. Tja, das war ein kurzer Einblick in die ersten paar Minuten von Natsume Yujin Jo The Movie oder Pakta Yokai, wie die Reihe im Deutschen heißt. Ein wundervoller Film, der die Geschichte eben von Natsume erzählt, der Yokai sehen kann und der von seiner Oma ein Buch geerbt hat, im Prinzip, in dem die Namen von Yokai stehen. Seine Oma hat immer gegen Yokai gekämpft und hat die, wenn sie sie besiegt hat, die Namen ins Buch aufgenommen und hat somit Macht über die Yokai. Und jetzt kommen die Yokais immer und wollen von Natsume ihren Namen zurückhaben und wollen, dass er sie freigibt. Das ist so die Geschichte, um die es geht. Und man sieht immer, wie Natsume ganz, ganz viele Yokais trifft, beziehungsweise von ihnen aufgegabelt wird und dann die ihren Namen zurückfordern. Das geht mal easy, mal geht es ein bisschen gewalttätiger zu. Es ist aber eher ein sehr ruhiger, schöner, fantastischer Titel. Und ihr habt auch den wichtigsten Charakter überhaupt gesehen, nämlich den Nyanko-Sensei. Das ist die kleine Katze, die eigentlich gar nicht eine kleine Katze ist, aber wahrscheinlich, um Merchandising zu verkaufen, hat man irgendwann gedacht, machen wir eine kleine Katze draus. Nein, das ist ein ziemlicher Kick-Ass-Yokai. Und der hat gesagt, irgendwann, wenn Natsume das Zeitliche segnet, dann gehört ihm das Buch. Aber bis dahin bleibt er einfach mal an seiner Seite und kümmert sich so ein bisschen um ihn und beschützt ihn, so wie er das jetzt im Clip getan hat. Und ja, jetzt habe ich viel geredet. Im Film geht es auf jeden Fall darum, dass eine alte Freundin seiner Großmutter im Prinzip die Bildfläche betritt und er ein Abenteuer erlebt, was ihn zurückbringt so ein bisschen oder was ein bisschen was erzählt über eben die Kindheit von seiner Großmutter und wie sie da im Prinzip auch mit ihren Mitschülern umgegangen ist und wie die sie aufgenommen haben, was sehr, sehr viele Parallelen hat zu Natsumes Leben, denn auch seine Mitschüler sind ja manchmal mal eben so ein bisschen irritiert, wenn der Junge einfach mit der Luft spricht im Prinzip, oder mit der Wand, weil sie ja gar nicht die Yokai sehen. Ja, Natsume. Beim Akiba Pass Festival könnt ihr den Film gucken und Karten gibt es noch in allen Städten, soweit ich weiß. Infos zum Festival auf akibapassfestival.de. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Basti ist heute ein bisschen durch. Ja? Also auch wenn ich fast pünktlich angefangen habe und Bild und Ton ausnahmsweise passen. Aber ich leide momentan ein bisschen unter Schlafmangel. Und dementsprechend werde ich heute wahrscheinlich wieder sehr viel Schmarrn labern. Aber deswegen zeige ich euch heute auch ganz viele Clips. Tue ich. Ja. Bevor wir aber dann weiter zum Festival irgendwie so ein bisschen reingucken, würde ich sagen, ich habe ja hier, damit ich jetzt nicht nur Clips zeige, würde ich euch gerne auch noch so sonst was es beim Festival gibt, zeigen. Dafür muss ich hier mal kurz so ein bisschen umschalten. Genau, tun wir das mal. Und zwar gibt es ja beim Festival in den meisten Städten auch immer einen Stand von uns direkt selber, nämlich in Hamburg, Berlin, Köln, Dortmund und München, Wien. Da sind die Verena und ich vor Ort, beziehungsweise auch die Nora und die Miri und so. Also wir wechseln uns da so ein bisschen ab. Und da könnt ihr bei uns am Stand unter anderem jetzt auch neue Festival-Poster erwerben. Die gibt es ab dem Wochenende dann eben bei uns am Stand immer, wo wir sind. Und auch im Aquapass Pass Shop, unserem Online-Shop. Und da seht ihr, da ist auch ein Poster dabei von Natsume. Wir haben zwei neue Fate-Poster, ein Peacemaker-Kurogane-Poster, I Want to Eat Your Pancreas, Soko Owari Monogatari. Und weil es nicht nur Festival-Poster sind, haben wir auch noch gedacht, hier machen wir mal Seven Deadly Sins, Prisoners of the Sky, sehr erfolgreich im letzten November im Kino auch gewesen. Ein schniekes Poster von Koro Sensei Quest, einer neuen Lizenz, die wir euch ja im letzten Takocast vorgestellt haben. Kimikoe, Your Voice, einer eurer Favoriten vom Festival 2018, haben wir auch ein Poster gemacht. Und dann gibt es doch noch, hier ist ein bisschen ungünstig angeordnet, vom Festival in diesem Jahr, Mademoiselle Hanamura 2, eine Romanze in Tokio, Poster. Also 10 neue Poster gibt es im Shop. Die könnt ihr ja eben im Aquapass Pass Shop ab dem Wochenende bestellen. Und auch natürlich auf den Events, die ich genannt habe, kaufen. Und an dieser Stelle habe ich dann auch schon mal so einen kleinen Teaser. Denn wir haben es doch noch geschafft, zumindest in Frankfurt, Stuttgart und Nürnberg ein bisschen Abhilfe zu verschaffen. Denn dort wird die gute Schar, die ihr vielleicht auch als Little Miss Moonlight kennt von unseren Conventions,
als Cosplayerin bei unserem Stand. Die Schar wird uns dort ein bisschen vertreten und die wird ein kleines Portfolio an Goodies dabei haben, beziehungsweise an Waren, die ihr kaufen könnt zwischen den Filmen am Nachmittag. Das ist ganz wichtig, am Abend ist sie dann weg. Aber die Schar wird in Frankfurt, Nürnberg und Stuttgart mit einem kleinen Stand vor Ort sein. Da wird es unter anderem auch die Poster geben. Was es da noch zu erwerben gibt, das verraten wir euch nächste Woche. Wir werden jetzt am Wochenende mal ein bisschen gucken, wie das in den ersten Städten geht, was heiße Produkte sind und werden dann versuchen, die heißen Produkte auch in eben Frankfurt, Stuttgart und Nürnberg mit anzubieten. Wo wir bei heiß sind, ja, ihr seht, rechts haben wir noch so ein kleines Übersichtsding. Wir haben noch ein bisschen Peacemaker Kurogane Goodies aus Japan importiert, beziehungsweise nicht Goodies, also Merchandising-Artikel. Denn das große Thema, kommen wir später zu, Yuki Kaji, einer der größten Seiyus, die es momentan draußen in der großen weiten Welt gibt, kommt ja nach Hamburg und Berlin als Ehrengast. Und dementsprechend haben wir da auch ein bisschen Merchandising aus Japan importiert. Ihr seht, da sind Schlüsselanhänger, da sind Buttons, Taschen, Trinkflaschen. Ich glaube, es ist noch, ist es leider zu klein, ich kann es nicht lesen. Ich glaube, es sind Lesezeichen und Clearfiles und so weiter. Die Peacemaker Kurogane Sachen gibt es erstmal nicht direkt im Akiba Pass Shop, denn es kann gut sein, dass die auf dem Festival dann schon alle weg sind. Die sind sehr, sehr limitiert. Wenn ihr Bock habt, sichert euch die dann idealerweise in eurer Stadt auch gleich. Falls was übrig bleibt, dann hauen wir das natürlich hinterher auch im Shop raus, aber wer weiß, wie das so ist. Ihr habt hier auf jeden Fall mal so einen Überblick, was da geht. Und wir haben auch noch ein weiteres Item, da habe ich aber das Bild noch nicht dazu. Das wird mir im Laufe der Sendung zugeschoben von meinen Kollegen, wurde mir versprochen. Und dann zeige ich euch, was es noch als Neuheit zu kaufen gibt auf dem Akiba Pass Festival bei uns am Stand. So. Da bin ich wieder da. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich schaue mal kurz in den Chat rüber. Gibt es einen Stand auch in Frankfurt? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Basti zeigt uns das VIP-Shirt. Hier, da, Moment, ich gehe hier rüber. Da ist das VIP-Shirt. Gestern wurde es angeliefert. Ich wünschte, ich hätte einen gestählten Körper, damit das auch noch attraktiver ausschaut. Aber das ist das VIP-Shirt, was es dieses Jahr geben wird. Da kommen wir aber später auch nochmal im Detail dazu, falls ihr euch gerade fragt, was ist denn eigentlich ein VIP-Shirt? Was muss ich tun, damit ich eins bekomme? So. Fragen? Nein, noch keine Fragen? Genau, ich bin das VIP-Shirt. Das habt ihr gut erkannt. Backprint? Nein, gibt's nicht. Gibt nur Frontprint beim Shirt. Boobies hier, nein. Genügend Niveaulosigkeiten. Ich würde sagen, wir schauen dann mal in den zweiten Festivalfilm rein, den ich euch zeigen möchte. Und das ist, scroll, Nonnenbiori. Nonnenbiori basiert auf der Fernsehserie. Zwei Staffeln gibt es dazu. Wunderschöne Serie. Es geht eigentlich um Mädels, die auf dem Land leben, mitten im Nirgendwo. Ja, ihre Schulklasse besteht aus... Ja, ihnen im Prinzip, also die ihr jetzt auch im Film seht. Die Lehrerin ist immer ultra gelangweilt, weil was soll man mit 4, 5 Schülern eigentlich anstellen? Und es ist so ein bisschen, ich sag mal, es ist ein bisschen wie Kinder vom Bullerbü oder so, ja, das sind einfach Kinder, die auf dem Land leben und aufregende Dinge erleben und so Kleinigkeiten sind für die mega aufregend. Sie sind immer mega fasziniert, wenn sie irgendwas aus der großen Welt oder aus der großen Stadt erfahren. Und in dem Kinofilm jetzt dazu, Nonnenbiori Vacation, da gewinnen die Mädels eine Reise nach Okinawa, was für sie ein mega, mega Act ist. Und erleben dann aufregende Abenteuer, finden neue Freunde auf ihrer Reise nach Okinawa. Und da schauen wir jetzt auch mal in die ersten 5 Minuten rein. Viel Spaß damit.
まだ誰もいない。遅くなってごめんね。夏美がお母さんに部屋片付けろって言われてて。ニャンパス。レンちゃん、前からスケッチ描いてたの？夏休みになってから毎日描いてた。いっぱい遊んだね。ここに来て初めての夏休みももうすぐ終わっちゃうな。まだ夏休み終わらない。みんなでもっと遊ぶの。遊ぶって何して？ボール遊びとか。セミ取り。じゃあ網持ってくる。の抜け殻ごっこ。あ、それはちょっと。じゃあかくれんぼやる。また子供っぽい遊び。連長はまだ1年生だしな。夏も1年生なの。じゃあじゃんけんする。最初はグーで。最初はグーな。な、駄菓子屋とねーねーな。駄菓子屋ねーねー。あー、レンちゃん、車に乗ってどこ行くん？え、あー、まあ買い物なんだけど。え、もしかしてデパート？うちも行きたい行きたい。いやいや、遠足じゃねえんだから。うちも行きたい。いや、だから単に日用品買いに行くだけで。遠足の保護者になってしまった。遠足ってのもいいじゃん。先生もいるし。これで兄ちゃんいたら全校生徒揃うんだけどな。お、いたわ。おお、デパート来た。So, ich habe dazu gelernt, diesmal habe ich das Mikrofon vorher angemacht, bevor ich das Bild rüberschiebe, damit es nicht ganz so unprofessionell wirkt. Zako wird es hoffentlich wieder wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Das waren die ersten Minuten von Nonnenbiori, The Movie Vacation beim Aquapass Festival. Als Deutschlandpremiere zu sehen, ein wunderschöner Film. Wie gesagt, die Mädels sind einfach ultra putzig und ja, einfach leichte Unterhaltung fürs Herz. Eine tolle Geschichte über ihre Reise nach Okinawa. Und nochmal der Hinweis, alle Infos zum Akiba Pass Festival, die findet ihr auf akibapass.de oder direkt auf akibapassfestival.de. Könnt ihr euch aussuchen, führt beides zum Ziel hin. 12 Filme zeigen wir da und es gibt noch Karten für alle Vorstellungen. Wir haben in einigen Städten Zusatzvorstellungen ins Programm genommen, davon sind in der Regel betroffen. I Want to Eat Your Pancreas, Fate Stay Night oder auch Soko Owari Monogatari. Also wir haben aktuell keine Filme, die komplett vergriffen sind. Allerdings sieht es bei Fate schon wieder in einigen Städten danach aus, dass auch die Zusatzvorstellung ziemlich bald voll ist. Deswegen schlagt schnell zu. Also wir haben auch schon Städte, wo die Tagespässe jetzt komplett weg sind. Es gibt ja die Möglichkeit, dass ihr entweder einen Tagespass erwerbt, mit dem könnt ihr den ganzen Tag aufs Festival gehen, könnt alle Filme gucken. Da spielen in zwei Sälen parallel 6 Filme. Also ihr könnt von morgens um 10 bis nach Mitternacht Filme gucken gehen. Oder wenn euch das zu viel ist, könnt ihr auch einzeln für die Filme Karten erwerben für jeweils 13 Euro. Infos zu den Tickets gibt es natürlich auch auf akibapassfestival.de oder akibapass.de. Und jetzt gerade wurde mir das eine Bild reingereicht, was ich euch noch schulde von vorher. Ich wollte euch ja noch was zum Thema Merchandising auf dem Festival erzählen.
Und ihr habt ja so ein bisschen drum gebettelt und habt gesagt, das ist ja doof hier, ja? Peacemaker Kurogane auf dem VIP-Shirt. Wir haben letztes Jahr so ein schniekes Fate-Shirt bekommen. Ich will auch noch ein zweites Fate-Shirt haben. Damit ein bisschen Abwechslung drin ist, haben wir Peacemaker dieses Jahr gemacht. Aber für alle Hardcore-Fans, die sagen, nein, ich will Fate-Logo-Shirts von allem und jedem und überhaupt haben, können wir euch ankündigen, dass es die Fate's Day Night Heaven's Feel 2 Lost Butterfly Logo T-Shirt Nummer auch auf dem Festival geben wird und im Aqua Pass Shop, auch wenn er jetzt steht, jetzt im Aqua Pass Shop vorbestellbar. Ich glaube, die Nora hat es noch nicht angelegt, also nicht den Shop einrennen. Ich glaube, das schafft sie auch erst zum Wochenende hin. Aber das Fate's Day Night Logo Shirt zum zweiten Film wird es auch geben auf dem Festival im Aqua Pass Shop und es hat auch kein Backprint. Ja. Kein Backprint, es hat nur ein Frontprint. Aber es ist wunderhübsch. Genau wie der Film. Den schaue ich nämlich gerade Korrektur. Also nicht jetzt gerade. Bevor der Otakucast losging, habe ich ihn Korrektur geschaut. Und wenn er vorbei ist, dann schaue ich ihn fertig. Und ich kann sagen, er ist mega, 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 mega toll. Ja. So, hier. Zurück, Basti. Ich habe heute ein bisschen Lichtprobleme. Ich weiß auch nicht, warum das Licht wechselt andauernd. Entweder ist es zu hell oder ist es zu dunkel. Es ist mega spannend. Was ich euch auch noch hier zum Thema Festival weiter erzählen wollte. Wir haben ja hier schon über VIP-T-Shirt gesprochen. Denn das hier, ja, das ist das VIP-T-Shirt. Ich frage, was hat es damit auf sich? Kann ich euch erzählen, wenn ihr einen Tagespass kauft, es gibt einen normalen Tagespass und es gibt einen VIP-Tagespass. Mit einem Tagespass generell könnt ihr den ganzen Tag alle Filme gucken, die so da sind. Und es gibt eine kleine Festivaltasche dazu. Da sind ein paar Goodies drin. Die Festivaltasche, sage ich euch jetzt schon, ist dieses Jahr ein bisschen anders als in den letzten Jahren, weil wir einen Sponsor gefunden haben, der die Taschen machen wollte. Und dann hat er Samples gemacht und dann haben ihm die Samples nicht gefallen und dann war der Sponsor zu spät dran und deswegen hat er so eine Art, naja, Notfalllösung ist es nicht, es ist recht hübsch, aber es ist nicht das, was wir eigentlich machen wollten. Deswegen, bevor der große Aufschrei dann losgeht, wenn ihr eure Taschen bekommt, die sind ja gar nicht so wie sonst. Sie haben versprochen, dass sie es nächstes Jahr wieder gut machen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Ihr kriegt auf jeden Fall schnieke kleine Täschchen, die könnt ihr auch immer wieder benutzen. Das sind jetzt keine Plastik-Papiertütchen oder so. Lasst euch mal überraschen, wie die ausschauen. Aber in den Taschen ist was drin. Das ist das, worauf ich jetzt hinaus will. Und es gibt so die Standardausstattung, die ist in allen Taschen drin. Und dann gibt es eben Dinge, die sind nur in den VIP-Taschen drin. Da zum Beispiel dieses T-Shirt. Wieso VIP-Tasche? Ihr könnt nämlich auch VIP-Tickets fürs Festival kaufen, zumindest in den Städten, wo sie noch nicht ausverkauft sind. Und mit diesen VIP-Tickets für oder Tagespass-Tickets fürs Festival, da kriegt ihr eben die VIP-Tasche dazu. Und ihr habt außerdem im Saal reservierte Plätze. Da haben wir 3 Reihen, die sind für euch reserviert. Das heißt, ihr könnt euch super chillig Zeit lassen, wenn ihr einen Film gucken wollt. Könnt ihr auch erst kurz vor Filmstart reingehen und euch die Werbung sparen, wenn ihr das möchtet. Und habt dann im hinteren Bereich des Saals 3 Reihen, die sind für euch freigehalten. Da ist eine wichtige Info dazu, dass wir kurz vor Start des Hauptfilms natürlich freie Plätze in diesen Reihen freigeben müssen. Für Leute, die normale Tickets haben, damit die auch irgendwo noch unterkommen. Aber prinzipiell sind da erstmal Plätze für euch reserviert. Damit ihr es gechillt im Foyer angehen lassen könnt, was essen könnt, mal aufs Klo gehen könnt und so weiter. Außerdem habt ihr einen separaten Check-in-Desk in der Früh. Ja, wir haben in den Städten teilweise 450 Tagespasskunden und wenn dann in der Früh die Leute ihre Taschen abholen und ihre Armbändchen abholen, um aufs Festival zu gehen, da kann es schon mal zu längeren Schlangen kommen, aber als VIP Besucher, habt ihr einen eigenen Tisch und da wir sehr, sehr, sehr wenig VIP-Karten verkaufen, sehr, sehr viele normale Karten verkaufen, seid ihr da in der Regel auch deutlich schneller dran als an den normalen Ausgabetischchen. Bitte achtet darauf, die normale Schlange ist in der Regel links und eine VIP-Schlange ist rechts. Letztes Jahr haben sich einige VIPs in die normale Schlange angestellt, weil sie das nicht gesehen haben. Wir werden versuchen, das dieses Jahr nochmal ein bisschen besser zu zeigen, wo die VIP-Schlange ist. Also merkt euch, links ist in der Regel die normale Schlange, rechts ist die VIP-Schlange und da bekommt ihr auch schneller eure Sachen. Und wenn dann Autogrammstunden sind von unseren Ehrengästen, zu denen kommen wir später auch nochmal, dann dürfen die mit den VIP-Bändchen auch immer als erstes. Ja? Also die haben Priorität, damit sie auch einfach mehr vom Tag haben, damit sie nicht so lange irgendwo rumstehen müssen. Das sind so die Privilegien, die ihr als VIP-Tagespasskäufer genießt. Damit habe ich euch das, glaube ich, ganz schön erklärt. Und ich zeige euch jetzt auch mal, was in den Taschen so drin ist. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch alles fertig geworden ist. Mal gucken, ob ich
Wo ist denn hier meine Slideshow, die ich vorbereitet habe? Nein, das ist falsch. So, wo sind wir denn? Hier, Goodies, genau. Gucken wir mal rein, skippen wir mal hier rüber. In jeder Goodie-Bag, also sowohl Tagespass als auch VIP-Tagespass, ist einer von zwei Peacemaker Kurugane Kurzmangas drin. Ebenfalls in jeder Tasche ist ein kleines Nononbiori Shikishi drin. So eine kleine Autogrammtafel ist das. Und dann haben wir in den VIP-Taschen, das ist jetzt nur in den VIP-Taschen drin, eine von zwei japanischen Peacemaker Kurugane Drama-CDs. Gibt es die rote und die blaue. Dann hier seht ihr nochmal das T-Shirt, ja, auch nur im VIP-Tagespass enthalten. Da haben wir alle Größen dabei. Wenn ihr keine E-Mail bekommen habt, keine Panik. Wir haben dieses Jahr ein bisschen mehr gemacht, damit es auch ja ausgeht. Da könnt ihr einfach vor Ort sagen, welche Größe ihr braucht. Wir haben hier den Anohana Special Event Beutel vom Anohana Summer Fiesta Final, keine Ahnung was, von vor ein paar Jahren. Dann gibt es natürlich wie im jeden Jahr 3 von 8 Akiba Pass Festival Postkarten in jeder Tasche. Die werden zufällig zusammengewürfelt. Wir haben eine Leseprobe von One Punch Man, die ist auch in jeder Tasche mit drin. One Punch Man, ja, einer der größten Titel momentan draußen in dieser Welt. Dann gibt es noch ein Soku Owari Monogatari Shikishi. Das gibt es auch in jeder Tasche. Und damit sind wir einmal durch. Ich glaube, es gibt noch irgendwas, was fehlt jetzt, aber ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was drin ist. Ach ja, genau, es sind noch ist eine Toxic Sushi drin, es ist eine Manga drin und es ist das neue Peppermint Anime-Magazin drin und vielleicht noch irgendwas, was ich vergessen habe. Es sind auf jeden Fall sehr viele Dinge drin in der Festivaltasche. Die gibt es nicht einzeln käuflich zu erwerben, das ist ganz wichtig. Die Festivaltasche gibt es nur zum Tagespass dazu, also zum regulären Tagespass gibt es die regulären Sachen. Und im VIP-Tagespass sind dann noch diese extra Sachen mit drin. Ich glaube, das ist ganz cool. Und ja, alle Infos zu den Tickets und zu den Tagespässen findet ihr eben auch auf akibapass.de oder auf akibapassfestival.de. Ich slide wieder rüber, da bin ich. Hallo, hallo. Ich gucke mal kurz rüber in den Chat, bevor wir mit dem nächsten Clip zum Festival weitermachen. Zwei Schilder mit einem Besenstiel. Ja, das ja, ist eine Möglichkeit, aber wir werden es anders probieren. Mal gucken. Ich schaue kurz in die Fragen im Chat rein. Aber ich sehe keine Fragen. Ich sehe nur Aussagen von euch. Gucken wir mal. Darf man eigentlich mit Yuki Kaji ein Foto machen, fragt Schnacke. Nein, leider darf man mit Yuki Kaji kein Foto machen. Es dürfen auch keine Videoaufnahmen gemacht werden. Und man darf Yuki Kaji leider auch nicht die Hand schütteln. Da gibt es sehr, sehr strenge Vorgaben. Das muss man auch respektieren. Der gute Mann ist eine sehr, sehr berühmte Persönlichkeit in Japan, der sehr, sehr genaue Vorstellungen davon hat, wie auf einem Event behandelt werden möchte. Dem ist das manchmal auch alles ein bisschen zu viel. Dementsprechend respektiert bitte die Regeln, die werden wir auch nochmal separat kommunizieren nächste Woche. Zaku fragt, ab wann kann man sich denn bei Fate anstellen? Und was ist mit der Rolltreppe? Die Rolltreppe haben wir unter Kontrolle, Zaku, in Hamburg. Und für die Filme ist in der Regel so 10 bis 15 Minuten vorher Einlass. Und nochmal 10 bis 15 Minuten vor dem Einlass könnt ihr euch dann auch normalerweise dafür anstellen. Was haben wir noch? Kurumu fragt, wann werden die Ehrengäste für Köln angekündigt? Das ist eine sehr gute Frage, das fragen wir uns auch. Sobald wir Informationen dazu haben, wenn wir die ankündigen, kündigen wir euch die Ehrengäste an. Was haben wir noch? Und ist es schon fix, dass wir in Köln Autogramme bekommen von Saber? Ich glaube, das wollt ihr nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, was Saber mit den Autogrammen macht. Der zeichnet bestimmt irgendwelche schweinischen Sachen drauf. Wir werden versuchen, euch stattdessen etwas, wie soll ich sagen, japanischere Gäste als Saber zu präsentieren in Köln. Lasst euch mal überraschen, was wir da noch für euch am Start haben. Bis dahin würde ich jetzt aber sagen, wir machen erstmal weiter mit dem nächsten Clip aus dem Festival. Ich wollte euch heute noch ein paar Filme vorstellen. Und einer der ganz, ganz großen Filme, boah, jetzt bin ich ja gerade richtig überbelichtet hier, sensationell. Einer der ganz, ganz großen Filme im Festival ist natürlich I Want to Eat Your Pancreas. Unser Heulfilm des Jahres. Es ist kein richtiges Festival, wenn wir nicht mindestens einen Film haben, bei dem der Saal hinterher erstmal getrocknet werden muss. Auch wenn der Film
fairerweise gleich schon mal anfängt damit, dass er sagt, naja, so ein Happy End so richtig werden wir nicht haben. Das wird gleich in der ersten Szene klar gemacht. Was nichts daran ändert, dass der weitere Verlauf des Films herzzerreißend ist und am Ende mit Sicherheit nicht nur eine Träne kullern wird. Also wie immer Taschentücher mitnehmen oder einen starken Arm oder starke Schulter, an die man sich lehnen kann. I Want to Eat Your Pancreas erzählt die Geschichte eines todkranken Mädchens und eines Klassenkameraden, den sie im Prinzip im Krankenhaus aufgabelt, der hinter das Geheimnis kommt, denn sie erzählt niemandem, dass sie todkrank ist. Und mit dem sie dann, weil er damit so cool umgeht und nicht so emotional durchdreht, wie sie das von ihren Freunden erwartet, denen sie das nicht erzählt hat, ist ganz wichtig. Deswegen nutzt sie ihren Klassenkameraden so ein bisschen aus, um mit ihm noch ein paar Dinge zu erleben, die sie gerne für ihren Tod erleben möchte. Eine ganz, ganz rührende Geschichte. Das Wichtigste ist, sie dürfen ihren Klassenkameraden nicht Bescheid sagen, was da so geht. Und das führt natürlich auch zu seltsamen Gerüchten in der Klasse, warum die zwei plötzlich so viel Zeit miteinander verbringen. Was wiederum Probleme mit sich bringt, in ihrem Freundeskreis, in ihren Familien. Wie gesagt, ein ganz, ganz toller Film. Wir haben letzte Woche im Mangarama ja auch den Manga kurz besprochen. Und jetzt gucken wir mal in die ersten paar Minuten rein. Viel Spaß damit. クラスメートだった真内さくらの葬儀は生前の彼女にはまるで似つかしくない雨の日に取り行われた。彼女の命の証としてたくさんの人の涙に包まれていたであろう。お葬式にも通夜にも僕は出なかった。ずっと家にいた。僕が彼女に送った最後のメール、たった一言のメール。彼女がそれを見たのかを僕は知らない。ごめん、補習で遅れちゃった。図書館なんだからバタバタしないでよ。はいはい。何してるの？棚に戻してるんだよ。それは歴史小説で、ここは歴史書の棚。同じようなもんじゃん。教えてくれたらちゃんとできるよ。分類コードを覚えたらいいだけだよ。あれ種類多すぎ。あ、そういえば昨日だ、テレビで面白いの見たんだ。声大きいよ。昔の人は肝臓が悪かったら肝臓を食べて、胃が悪かったら胃を食べてたんだって。そうしたら病気が治るって信じてたらしいよ。でも誰も食べさせてくれないだろうしな。誰もってカニバリズムにでも目覚めたの？だから結局君にしか頼めないよ。何？何よってねえ。え、まさか。ちょっ、君の膵臓を食べたい。あれはまだ遅咲きの桜が咲く4月のことだった。その日、僕は盲腸の手術の抜歯のために学校を休んでいた。番号札52番でお待ちの方は ほら
茜おばちゃんとこ、赤ちゃん生まれたって。はい、見に行く。私名前つけたい。どうかな、おばちゃんに聞いてみよっか。それ、私のなんだ。びっくりした？っていうか、私の方がびっくりしちゃった。なくしたと思って大慌てで探しに来たら、君が持ってるんだもん。あ、そうだったんだ。番号札54番の方は、礼儀窓口へお進みください。繰り返します。番号札54番の方は、営業窓口へお進みください。これ読んだんでしょ？狂病巫女って言うんだ。膵臓の病気って分かってから、日記みたいにつけてるの。あ、もしかして冗談だと思ってる？私そんな悪趣味なやつじゃないからね。私は膵臓が使えなくなって、あとちょっとで死にます。ああ、そう。それだけ？ちゃんと聞いてた？普通さ、驚いたりとか、美人薄命だね、みたいな慰めとかさ、なんかこう、もっとないの？ないよ。マジか。ごめんごめん。じゃあ帰りあるから。Ja, das war ein kurzer Einblick in I want to eat your pancreas oder ich möchte deine Bauchspeicheldrüse essen. Ein sehr blutrünstiger Titel, aber nein, es ist ein ganz, ganz herzlicher Film. Und er hat mich auch so ein bisschen an Shigatsu wa Kimi no Uso, Sekunden in Moll erinnert, denn auch dort geht es um ein krankes Mädchen, das noch sehr viel Lebensfreude in sich trägt und diese Lebensfreude auf sein Umfeld überträgt. Ein ganz, 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 ganz toller Film. Kann ich euch nur ans Herz legen. Schaut ihn euch an. Es gibt, wie gesagt, noch Karten für alle Vorstellungen auf dem Aqua Pass Festival. Insgesamt 12 Filme, alles Deutschland- und Europa-Premieren. I Want to Eat Your Pancreas ist eine davon. Und schaut es euch an. Habe ich schon gesagt, ihr sollt es euch anschauen? Schaut es euch an. So, ich mache weiter, denn die Zeit, sie fliegt. Guck mal, wenn man genügend Clips zum Zeigen hat, dann kriegt man auch die 55 Minuten voll, ohne dass man so krass Zeit schinden muss. Ich habe noch zum Thema Festival vorbereitet Gäste. Wir haben ja Ehrengäste und wir haben noch keine Gäste für Köln und Dortmund angekündigt. Es ist dieses Jahr noch schwerer, obwohl wir noch früher angefangen haben, alle Freigaben zu bekommen, alle Bilder, alle Ankündigungen, alle Abläufe. Und wir haben uns den Vorsatz genommen, dass wir erst, wenn alles in trockenen Tüchern ist, zu 1000%, wir die Gäste auch ankündigen. Deswegen sind wir dieses Jahr so mega, mega spät dran mit den Gästeankündigungen. Aber wenn man jetzt mal Köln-Dortmund außen vor lässt, dann haben wir euch tatsächlich ja schon ein bisschen was angekündigt die letzten Tage. Und zwar Yoko Shiraishi, die Produzentin von Peacemaker Kurogane. Sie ist in Hamburg und Berlin vor Ort. Zusammen mit Yuki Kaji, dem Seiyu, der den Tetsu in Peacemaker Kurogane spricht. Oder auch Ranmaru in Mademoiselle Hanamura. Ihr kennt ihn auch als Ehrenjäger aus Attack on Titan. Oder aus My Hero Academia. Oder aus
Haikyuu oder aus Guilty Crown oder ganz, ganz viel. Ich möchte aber natürlich jetzt nicht Mitsutoshi Kubota vernachlässigen. Er ist Präsident von Studio Cheft, präsentiert in München und Wien zusammen mit Tatsuya Ishikawa Soku Uwari Monogatari. Die Herrschaften, die ihr so seht, werden vor Ort sein und werden nach ihren Filmen jeweils für eine Q&A-Fragerunde im Saal zur Verfügung stehen. Von Yuki und Yoko gibt es in Hamburg und Berlin eine Autogrammstunde mit insgesamt 90 Minuten Laufzeit nach dem Film. Von Mitsutoshi und Ishikawa-san gibt es zwei Autogrammstunden, eine mit 30 Minuten vor Soku Uwari Monogatari und eine mit 45 Minuten nach Soku Uwari Monogatari. Das gilt für München und Wien. Zutritt zu den Autogrammstunden habt ihr in der Regel entweder mit einem Tagespass oder mit einem Single-Ticket für den Film, den die Herrschaften vorstellen. Und wenn ihr natürlich einen VIP-Tagespass habt, dann seid ihr in der Preferred Line. Dann könnt ihr im Prinzip auch über einen Sondereingang, Sondereingang in Anführungszeichen, fragt einfach unseren Staff, wenn es für euch nicht klar ist, wo ihr hin müsst, könnt ihr euch auch direkt ans vordere Ende der Schlange stellen und kommt sofort dran, um euch eben auch da ein bisschen Zeit zu sparen und die Zeit zwischen den Filmen möglichst effektiv zu nutzen. Wie gesagt, die Gäste für Köln und Dortmund, die gibt es, hoffe ich, so bald wie möglich, sobald die Freigaben aus Japan hierfür da sind. So, Fade zurück zu mir. Ich gucke wieder in meine Fragenliste auf die rechte Seite. Zacko, wieso nicht an die Bauchspeicheldrüse? Ja, ich kann euch den Film auch sehr an die Bauchspeicheldrüse legen. So. Bist du jetzt glücklich, Zacko? nein, Förnchen werde ich nicht machen. Ich sage jetzt nicht was, aber nein. Nein, wir sind ja hier nicht im Peppermint Gaming Unplugged oder Peppermint Gaming. Ich sehe keine Fragen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kann ich noch ein bisschen Zeit gut machen hier. Denn ich habe ja noch ein Ding, was ich euch zeigen will. Und zwar Peacemaker Kurogane. Ja, das ist das Teil, was Yuki Kaji höchstpersönlich hier vorstellt. Das ist eine Reihe, die ist jetzt nicht so mega, mega bekannt in Europa. In Japan schon sehr, sehr. Und es gibt zwar den Peacemaker-Manga und auch, glaube ich, auch den Peacemaker-Kurogane-Manga, wenn ich mich richtig erinnere, wenn die Miri das so letzte Woche erzählt hat. Vielleicht erinnere ich mich aber falsch. Die gibt es zwar in Deutschland, aber es ist jetzt nicht so mega bekannt. Und ich zeige euch jetzt die ersten paar Minuten aus Peacemaker Kurogane. Das ist nämlich so ein bisschen ein Rückblick auf, was in der Peacemaker Original Series passiert ist. Gibt, glaube ich, auch einen ganz guten Einblick in den Look and Feel von dem Film. Ich wünsche euch viel Spaß damit. え、年越えて占いの信じとんのか。あ、奥さん。ねえ、マジで当たんだって。すげえ人なんだぞ。バカにすんの。お前どうせ話し方とかで騙されるんだよ。大体な。なんで蕎麦屋で占いなんだ。うさんくさすぎるだろ。鉄之助がおごってくれるというのでお言葉に甘えたのだが。何か。だ！斉藤さん、どうされたんですかこんなところで。 鉄之助がそばの霊に青臭い当たらぬ占いを消耗していたな。お前、斉藤さんなら斉藤さんだと。すまぬが、個々の先々は話す主義でな。なんで？占いの意味ねえじゃん。特別に近い未来を教えるとすれば、近々新しい幹部が入隊してくる。伊藤という男だ。伊藤。 進む、知ってんのか？一応そこそこ有名人やからな。刀だけはのうて、学問にもえらい通じた尊王攘夷のいい男やと。尊王攘夷？これ以上上がややこしくなるのか。ま、俺は土方さんにひっついてりゃ問題ねえんだけど。ともかく、三人とも今を大切に生きたまえ。今この瞬間すら恋しく思う時が来る。
いつら新選組を潰す気だ。アイスたちを叩き起こせ。戦闘準備。あらあら、驚いた顔も結構いいものね。伊藤、市村鉄之助ですね。我らは開演、どうかどなたも邪魔でなさらぬ。我らの目的はただ一つ、市村鉄之助、君の抹殺だ。仲間をみんな裏切って高いところから見下ろしている気分は。鉄、兄ちゃんだよ、助けに来たぞ。鉄、死ぬな鉄之助。嘘だ。リフォーマーのおっちゃんが死ぬわけねえだろ。みんな苦しめばいい。俺がてめえらとずっと一緒にいなきゃいけねえ理由でもあんのか。ダチじゃねえか。ペスケ、その答えは何日で出した？新発さん、せめて何年って聞いてくれ。生死の結果はやはりここまでしても変わらぬものなのか。罪悪感を感じる必要はないんだ。だって結果は変わらないんでしょ。鉄之助は死なないんだからさ。そしてお前はみんなの苦しみを知って、もっともっと苦しめがいい。鉄、新選組を危機に陥れたのは俺だ。お前らの手で終わらせてくんねえかな。一方さん、見ないで。俺が死ぬ日も、組のみんなが死ぬ日も、今夜こうなることも全部知ってて、あんたは。私が何かしてもしなくても、歴史の流れは。そんなんどうだって、俺とあんたの現実だ。あんたが動いてくれちゃ俺の明日は来ねえんだ。あんたしかいねえんだ。私が市村鉄之助を救い出す、今ここにいる私にしかできぬことだ。あれ、日鏡、うん、ja, und das war Peacemaker Kurogane, der letzte Ausschnitt für heute aus dem Akiba Pass Festival. Den Film gibt es dort auch zu sehen, die Mangas, habe ich gelesen, sind mittlerweile eingestellt, aber es gab auch Animes in der Vergangenheit dazu, und
Müsst ihr aber alles eigentlich nicht gesehen haben, um es zu verstehen. Es wird, glaube ich, ganz gut erklärt im Film. Ihr habt auch diesen Rückblick, dass ihr so ein bisschen mitkriegt, wer, wieso, weshalb, warum, böse, gut, Mord und Totschlag und so weiter. Yuki Kaji, der Sprecher von Tetsuo, wie gesagt, ist auch als Gast in Hamburg und Berlin am Start. Und da kam gerade eine gute Frage, das habe ich tatsächlich vergessen zu sagen. Nachdem das Ganze co-präsentiert und finanziert vom Peacemaker Kurigane Production Committee ist, sind in der Autogrammstunde leider nur Sachen von Peacemaker Kurigane erlaubt zum Unterschreiben. Also nicht traurig sein, ihr dürft leider die Attack on Titan Blu-rays oder eure Jäckchen nicht unterschreiben lassen, aber wir haben ja von Peacemaker Kurigane genügend Sachen da, die ihr unterschreiben lassen könnt. So. Was wollte ich noch sagen? Meine Zeit ist fast um. Ich bin total begeistert. Wenn ihr noch Infos zum Festival braucht, schaut auf akibapass.de oder akibapassfestival.de. Wie gesagt, Karten gibt es noch im Vorverkauf. Stellt ansonsten Fragen über E-Mail oder in den Social Medias. Wir versuchen, die noch zu beantworten. Aber habt bitte auch Verständnis dafür, dass unser ganzes Team mit Hochdruck dran arbeitet, alles fertig zu bekommen. Wir müssen packen, wir müssen die Filme fertig machen, wollen nichts vergessen. Da ist noch viel, viel zu tun. Habt Nachsicht, falls es dann doch mal nicht reicht für eine Antwort. Aber wir versuchen euch alle Fragen zu beantworten, die ihr so habt. Zaku, Triple Bundle Filme, weiß ich nicht, mal gucken. Zaku hat noch eine Frage, genau. Fate Shirt 1, also Fate Shirt 1 war ja nie im Shop. Fate Shirt 1 war ja das VIP-Shirt im letzten Jahr. Ja, also das haben wir ja nie so verkauft. Das werden wir auch nicht verkaufen, weil sonst wäre das VIP-Shirt ja nichts Besonderes. Also dementsprechend, wenn ihr letztes Jahr keins abgegriffen habt, dann müsst ihr schauen, dass ihr irgendjemanden niederknüppelt, der eins hat und euch das gibt. So, bevor wir jetzt aber fertig sind, das Wichtigste überhaupt, und darauf freue ich mich ja eigentlich am meisten, hier ganz wichtig, noch was Niveauvolles zum Schluss. Es hat lange gedauert, aber wir können heute endlich verkündigen, dass Abfahrt ist. Und zwar hier, so, es hakt ein bisschen. Endlich, unsere ersten Body Pillows. Dakimakuras Testament of Sister New Devil. 60 Euro das Stück. Eure Lieblingsmädels für euch daheim. Ich weiß ja, dass wir hier einen ganz harten Testament of Sister New Devil Fanclub am Start haben. Die könnt ihr ab sofort im Akiba Pass Shop vorbestellen. Nora hatte versprochen, dass sie es bis jetzt angelegt hat. Ich hoffe, dass die Dakis vorbestellbar sind. Allerdings sage ich dazu, die Auslieferung ist erst im Frühjahr. Ja, also das ist jetzt vorbestellbar, Auslieferung ist erst im Frühjahr. Aber vielleicht habt ihr ja Bock vorzubestellen, das ist für uns nämlich gar nicht so uninteressant, um zu gucken, wie viele wir denn davon machen. Wir haben jetzt mal so eine Basismenge in Auftrag gegeben, aber können überhaupt nicht einschätzen, ob ihr da jetzt volle Kanne drauf abfahrt oder ob ihr sagt, nee, brauche ich nicht, weil ich habe eine echte Frau daheim im Bett. Nein, Spaß beiseite. Auch ich besitze einen Dakimakura, auch wenn ich eine Frau daheim im Bett habe. Man mag es nicht glauben. Wenn ihr Bock habt, bestellt die Dinger vor. Die wird es, wie gesagt, im Frühjahr dann als in der Auslieferung geben und voraussichtlich auf der Dokumi in Düsseldorf dann auch erstmals bei uns am Stand. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die bei euch ankommen, und natürlich, wenn das gut ankommt, dann werden wir da vielleicht auch nochmal andere Dakimakuras nachlegen. So, ja, damit habe ich euch das angekündigt. Ich hoffe, sie gefallen euch. Wir haben sie ja schon mal hier und da so ein bisschen angeteasert. So, da bin ich wieder. Ich weiß, ich bin nicht so aufregend wie die Dakis. Kurumo, die Maße müsstest du im Shop mal nachschauen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, ja, 1,50 x 50 macht eventuell Sinn. Vielleicht ist es aber nur 1,20. Nee, vielleicht ist es auch nur 1,20, ich weiß es nicht. Schaut mal rein, ich weiß leider gerade die Maße auswendig nicht. Das war's für heute mit dem Otaku-Cast. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen Eindruck vom Festival bekommen. Alle Infos, wie gesagt, auf akibapass.de oder akibapassfestival.de. Ich freue mich drauf, wenn wir uns am Wochenende sehen in Hamburg oder Berlin oder dann auch in den nächsten Wochen noch in Köln, Dortmund, München und Wien. Heute Abend gibt's Peppermint Gaming, Benny und mir, und natürlich nicht No More Heroes, sondern so wie wir letzte Woche abgestimmt haben, Shenmue 2, und nein, Tales of stand nicht zur Auswahl. Deswegen Shenmue 2, morgen gibt's den Anime Talk wieder um 4 und um 20 Uhr Coscraft mit der Lani. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, sag tschüss, macht's gut und bye bye.